Hallo und herzlich willkommen zurück bei Among Trees. Wir haben in der letzten Folge Fische gefangen. Und jetzt gucken wir mal, was wir damit so machen können. Wir haben verschiedene Fischfilets. Okay, das ist gut für Nahrung. Das ist richtig gut. Das hier unten ist Wärme, ne? Jetzt ist so eins. Das ist doch ganz nett. Wir kochen das mal. Wartet. Keine Sticks mehr da drin. Bin Hashtag hängen geblieben. Brauche Sticks. Und ich glaube, wir machen uns als nächstes den Nähraum. Ich hätte gerne einen größeren Rucksack. Nice. Guck mal, das füllt echt gut auf. Sehr nice. Ich würde aber sagen, wir lassen das ist mal hier, den restlichen Fisch auch. Guck mal, was das Nähzimmer braucht. 28 Fire Dog Band Stamps und einmal Kleber. Kleber konnte man schon irgendwie herstellen, ne? Wartet mal. Okay. Dafür brauchen wir dieses Slime Mineral. Aber dafür brauchen wir halt auch dieses Zeug aus den Minen, glaube ich, ne? Ein paar Pilze mit. So, wir wollten aber auch noch hier hinten unser Lockpick benutzen und hier hinten alles fertig looten. Ich habe vergessen, es wegzupacken vorher. Okay, wir sind voll. Hä, ist das respawned? Habe ich die nicht schon weggemacht, die Kisten? Die hatte ich doch nicht schon weggemacht, die Kisten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Kisten hier schon kaputt gemacht haben. Wir bringen das mal schnell zurück. Und dann holen wir schnell noch die Seile. Immer noch was Sticks mit. Ich finde es halt schade, dass wir in der Küche oder so nicht wenigstens noch so ein kleines Abstellding sie haben. Die lasse ich mal hier unten. Dass wir in der Küche nicht so ein kleines Abstellteil haben, wo wir so zwei, drei Sticks und sowas halt wenigstens zwischenlagern können. Wisst ihr? Dass wir nicht immer alles vorne in die Kiste packen müssen. Das finde ich halt schade. So, das haben wir. Das kommt hier rein. Kommt da rein. Ich packe die Fischknochen auch mal da rein. Okay. Es ist Sonnenuntergang. Also wir laufen jetzt einmal noch hinter. Holen den restlichen Kram und dann ist die Nacht ja auch schon wieder zu Ende, ne? So, und dann müssen wir am nächsten Tag jetzt einfach weiter erkunden, weil wir brauchen diese Dogbane-Stems. Damit wir das Nähzimmer machen können. Und ich vermute, die brauchen wir dann auch zum Nähen. Die Frage ist jetzt halt, in welche Richtung erkunden wir? Ich würde aber sagen, wir laufen dann mal in die Richtung. Okay.
Lagen hier jetzt noch irgendwo Zweige rum? Ein paar Sticks ja hier. Die Seile bringen wir hoch. Und ich würde, glaube ich, auch die Angel dann erstmal hier lassen. Einmal speichern. Bis wir halt einen richtigen Angelspot so noch gefunden haben. Brauchen Kleber. Wir können ja mal hier hinlaufen morgen, oder? Nee, das hier ist näher, oder? Was ist näher? Der oder diesen? Der oben, der hier ist näher. Dann laufen wir morgen mal hier hin, weil da muss ja irgendwo eine Leim geben. Das brauchen wir ja für den Kleber, also... Oh, das Sample ist zu Ende. Deswegen würde ich sagen, machen wir das dann und laufen morgen mal dorthin. Frag mich, was als Brauraum, was wir da brauen können. Ich sollte unbedingt mal wieder ein paar Pilze sammeln. Ich habe immer keine Pilze mitgenommen. Aber ich will jetzt halt eigentlich nichts essen. Ich bin zu hungrig. Ich bin zu hungrig zum Schlafen. Okay. Ich wollte eigentlich den nächsten Morgen dann mal mein gekochtes Essen essen. Deswegen wollte ich jetzt mir nicht noch einen Pilz reinhauen. So, Tag 6. Okay, wir essen das jetzt einfach. Perfekt. Okay, dann laufen wir heute... Ich drücke immer die falschen Knöpfe hier rüber. Wir brauchen zwar rein theoretisch erstmal... Ich mach das hier mal weg. Wir brauchen rein theoretisch ja erstmal eine Hacke. Aber wir brauchen erstmal einen Blueprint von einer Hacke. Ob wir den vielleicht dort finden werden. Wir nehmen mal was zu essen noch mit, weil ich habe jetzt gerade überhaupt nichts einstecken. Laufe ich richtig? Ja. Mehr nach da. Keine Ahnung, ob die Morscheln essen können. Hier auf jeden Fall. Ich finde, die Musik ist gerade irgendwie so ein bisschen gefährlich. Oh, da war ein Auge. Wenn da ein Auge ist, muss da auch ein Tier sein. Aber wo? Ich bin so ein Schisser, ne? Wo hat mich hier was gesehen?
Geh mal nach da. Wir müssen ja da drüben gar nicht lang. Ich traue mich gerade nicht mehr normal zu laufen. Ich laufe jetzt hier nur noch gehockt. Okay, also da drüben ist irgendwas Gefährliches. Oh Gott, Musik erschreckt mich nicht so. Ich sehe halt absolut nichts. Irgendwo muss doch hier ein Eingang sein. Ah, das sind die Dinger, die wir brauchen. Sehr gut. Hier ist kein Eingang. Ich laufe auch in die falsche Richtung. Die brauchen wir. Unser Nähraum. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viele. Wir nehmen alle mit. Kann ich jetzt hier essen? Ja, die kann ich essen. Die kann ich essen. Das kann ich essen. Okay. Die Dinger brauchen wir für den Dingsraum. Ich renne hier einfach an der Wand lang. Ich weiß halt leider gerade nicht mehr, wo das war, wo das blöde... Alter, wehe, hier ist jetzt irgendwas drin, ne? Ich raste aus. Hier ist das Leimzeug, was wir brauchen. Hier ist der Blutband. Für die Axt, okay. Okay, die Höhle ist halt hier. Kurz gucken, wenn ich am Höhleneingang stehe, wo der ist. Okay, also hier an der äußeren Kante, wo sich das überkreuzt, ist der Höhleneingang. Ich glaube, da geradeaus da vorne war der Bär, ne? Ich meine, wir haben ihn nicht mal gesehen, ne? Weil ich Schüsse bin, aber... Ah, wir laufen gerade wieder auf den zu, ne? Hier ist der Fluss. Okay, huhuhu. Ich würde sagen, wir gehen nach Hause und machen uns die Pickaxe. Und dann brauchen wir nur hier hinten am Fluss hochlaufen und dann kommen wir. Haben wir hier hinten schon? Hier hinten sind wir auch noch nicht lang gelaufen. Müssen wir auch aufpassen. Problem ist halt, ich bin immer mit allem so blind. Ich sehe halt immer nichts.
Okay, da ist unser Haus. Oio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 
Ah, hier haben die Kisten auch wieder respawned. Guck mal, die hatten wir definitiv kaputt gemacht. Finde ich ja jetzt voll okay, wenn die Kisten respawnen, weil dann haben wir so ein bisschen Blut, was wenigstens wieder... was wir wieder nutzen können. So, Wolzen. Ich muss sagen, dieses Kisten zerschlagen ist so verdammt laut. Ich glaub nicht. War's, ne? Okay. Ein Seil. Okay. Dann zurück nach Hause jetzt. Gut, und dann schlafen wir. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Nee, ich nehme jetzt hier nicht noch Honig mit. Aber das hier nehmen wir noch mit, weil das brauchen wir für diesen anderen Raum. Wieso füllt sich da unten meine Laufleiste gerade nicht mit? Oh Gott. Und dann gehen wir beim nächsten Mal los und holen uns das Slime-Zeug. Und dann müssen wir nur noch mal gucken, wo wir dieses andere Zeug für den Kleber herkriegen. Was brauchten wir dann noch? Leim? Und dann Baumharz? Warte, was brauchten wir? Wir brauchten... Oh, da müssen wir nochmal zu den, wo wir gerade eben waren. Bei den Bäumen. Also, was heißt gerade eben? Vorhin. Also, ne, bei den Laubbäumen müssen wir nochmal hin. Okay. Dann einmal Sachen verräumen. Sieht's? Sieht's denn langsam echt? Oh Gott, ich habe drei davon, drei davon. Ich glaube, das reicht auch aus dem Ansieht's. Also an Samen. Dann schlafen wir jetzt einmal eine Runde, bevor wir wieder zu hungrig sind zum Schlafen. Tag 7. Starving. So. Oh nein, ich würde sagen, nein, wir essen einfach erstmal die zwei Pilze und speichern eine Runde. Das ist wichtig. Und dann machen wir uns in der nächsten Folge auf den Weg in die Mine und zu den Laubbäumen und holen uns das, was wir brauchen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.